Noch ist es ein paar Monate zu früh, um Weihnachtspakete zu schnüren. Für Sparpakete ist es jedoch genau der richtige Zeitpunkt. Jedenfalls, wenn es nach Stadtkämmerer Dr. Peter Langner und Oberbürgermeister Sören Link geht. Diese legten im Namen der Stadtverwaltung gestern eine 108 Punkte umfassende Liste mit Sparvorschlägen vor. Besonders im Freizeit- und Kulturbereich könnte es demnach zu Veränderungen kommen. So sollen einzelne Spiel- und Jugendzentren sowie Freibäder und Stadtteilbibliotheken geschlossen werden. Für die Duisburger könnte Unterhaltung damit zu einem raren Gut werden. Wer sich dennoch ein wenig Spaß gönnen möchte, der muss tief in die Tasche greifen. Denn nicht nur die Nutzung von Stadtteilbibliotheken, VHS sowie Musik- und Kunstschule, sondern auch der Besuch von Theater, Philharmonikern und Schwimmbädern könnte in Zukunft teurer werden. Selbst die Stadtranderholung könnte einer Anhebung zum Opfer fallen. Der Grund für diese drastischen Sparpläne ist eine Vereinbarung, die mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen einhergeht. Dieser Stärkungspakt ist eine Finanzhilfe aus Landesgeldern, stark gebunden an Reglementierungen. So müssen 2015 zusätzliche 10,7 Millionen Euro eingespart werden. Wird dies nicht erfüllt, werden Zuschüsse in Millionenhöhe gestrichen und ein Sparkommissar in Duisburg eingesetzt. Duisburg wäre ab diesem Zeitpunkt komplett fremdbestimmt. Mit den Einsparungen im Bereich Freizeit und Kultur wäre es jedoch noch lange nicht getan. Auch die Politik selbst wäre von den geplanten Sparmaßnahmen betroffen. Zahlreiche Posten würden hier einfach wegfallen. Auch Familien könnte der Sparplan treffen. So soll die Sprachförderung im Elementarbereich eingestellt, Elternbeiträge im offenen Ganztag und in Kindertageseinrichtungen erhöht werden. Doch wie konnte es überhaupt zu dem Finanzloch von 10,7 Millionen Euro kommen? Eine Frage, die die Stadtverwaltung dreifach beantwortet. Erstens, die geplanten Steuereinnahmen müssen um rund 6,6 Millionen Euro nach unten korrigiert werden. Zweitens, soziale Leistungen für Arbeitssuchende, Pflegebedürftige und die steigende Zahl der Asylbewerber verschlingen rund 19 Millionen Euro. Und drittens, Unvereinbarkeiten von Personalkosten und Bedarf. Sie kosten die Stadt rund 20 Millionen Euro. Doch nicht nur der Rotstift, sondern auch Erhöhungen sollen zum gewünschten Ergebnis führen. Zusätzliche Blitzer, Radarwagen und Politessen sollen Geld in die leeren Kassen spülen, der städtische Verwarngeldkatalog angepasst und die Parkgebühren in der Innenstadt erhöht werden. Doch nicht nur über den Haushalt wurde in der gestrigen Ratssitzung beraten. So hält der Rat der Stadt an den Plänen für ein Factory Outlet Center fest. Und auch an den Plänen für eine Notunterkunft im ehemaligen St. Barbara Hospital steht nun nichts mehr im Wege. Ein Tag, zahlreiche Entscheidungen. Ob die Sparpläne des Haushalts nun wirklich in dieser Form umgesetzt werden sollen, kann der Rat bis zum 24. November beraten. Werden Punkte von der Liste gestrichen, müssen diese jedoch äquivalent ersetzt werden. Das Einsparen der 10,7 Millionen Euro schwebt damit alternativlos über dem Duisburger Rathaus.